Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Ich glaube, da sehe ich eine Nuss. Ich möchte bauen. Wir wollen bauen. Viel, viel bauen. Ich glaube, ich habe hier eine Nuss gesehen. Ja, Nüsschen. Ui. Da wären viele getrocknete Dingens gewesen. Okay. Dann hätte ich das Bananenbäumchen am Leben lassen. Egal. Unbekannte Frucht, die nehmen wir auch mit. So. Wäre cool, wenn man die Frucht benennen könnte. Auf jeden Fall. Zweig. Ah, haben wir keinen Platz mehr. Wir haben ein Spindlein gefangen. Gratuliere, das können wir dann braten. Wobei, was soll's. Die gehen wir wieder als Köder. Passt. Ah, da ist irgendwo eine. Da. Warte, dann nehmen wir den Speer. Ui, geh weg. Böse Spinne. Du mit deiner Ausdauer. Ja, gehst jetzt ein? Du Kackspinne. Geht ja. Unfassbar. So, die Bananenblätter nehmen wir mit. Die brauchen wir wieder fürs Dach. So, so. Ich hoffe, dass der Baum eines Tages resettet. Das wäre cool. Weil dann habe ich umsonst eigentlich ruiniert. Ja. Tap, tap, tada. Zack, 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 zack. Gut. Er ist natürlich wieder hundemüde. Hundemüde mit H. Und deshalb legen wir uns hin. Jo. Irgendwie kommen wir hier nicht weiter, ne? Ich wollte schon mal auswärts wo was anfangen. Aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ist Vollmond, tatsächlich. Vielleicht kommt ein Werwolf, aber schön hell dafür. Das ist schön, das heißt, wir können auch mal nachts was anstellen. Sind das wir, die hier gehen? Ich hoffe. So, du Kack-Dings. Kann man das jetzt wieder kaputt machen? Okay, kaputt machen. Ja, machen wir kaputt. Peter. Sehr gut. Das nehmen wir alles mit. Geht nicht. Okay, ist mir auch recht. Wir bauen ein neues. Das hat ja so prima funktioniert. Oh Gott. Wir sind voll. Geh weg da, du Scheißzweig. Ach, komm. Das ist echt, das ist ein bisschen nervig. So, geht's jetzt? Es ist schon ein bisschen nervig. Muss man echt sagen. So, geht's jetzt? Passt. Da 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 da. Ach Gottchen. So. So, ist jetzt Schluss mal hier, Herrschaftszeiten. Passt, ich möchte Feuer machen. So, benützen. Trockenes Blättchen. Come on. Yay! Yes! Und Feuer anzünden. So. Jetzt gehen wir unser Fleisch braten. Einmal, zweimal, auch die Spinne gleich. So. Die verdorbene Maus, da sammeln wir die Sachen ein. Da haben wir Maden. Die werden wir vielleicht mal als Köder verwenden. Ih, die bewegen sich.
glaube, werde ich mal in die Falle tun. Ah! Wow! Das ist übel. So. Und ich möchte weiter Bäume fällen. Können wir auch mal ein paar reintun. So. Welcher Baum bietet sich an? Jetzt ist der schon noch immer da. Oder schon wieder. Mann, ey. Es ist einfach unglaublich. Wo ist denn hier die Falle? Da, genau. Dann nehmen wir die Spinne raus. Wir machen die Falle scharf. Und diesmal lege ich aber die Maden drunter. Oh, die gehen hier gar nicht. Genau, stimmt ja. Genau, die gehen ja nicht. Genau. Die waren für da drüben gedacht. Für die Steinfalle. Die noch ein bisschen braucht. Okay. Die Blätter können wir einsammeln. So. So. Die können wir hervorragend für unser Dach verwenden. So. La 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 la. Es ist dunkel. Es ist finster. La la la. So finster und so dunkel. La la la. La la la. Es ist so finster und so dunkel. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schauen. Wie geht's unserem Fleisch? Das werden wir gleich essen. Du sollst es nicht hinmachen, du sollst das essen. Brav, machst du das ganz fein. So, Mahlzeit. Sehr gut. So, dann hätten wir noch ein Spinnerl. Mahlzeit. Okay. Wie schauen wir hier aus? Ist noch alles am Trocknen? Alles gut? Passt. Yeah. Nahe zum Feuer. Das passt auch. Ein bisschen geistige Gesundheit dazu. Ja, ganz fit. Oh, wir haben irgendwas am Bein, glaube ich. Oder an der Hand irgendwo. Irgendwas. Wahrscheinlich wieder so ein ekelhafter Blutegel. Ja, ja. Tschüss. So. Das nächste Mal essen wir dich. So. Okay, wir haben einen Haufen Pfeile. Wir haben nichts zum Essen, so wie es gehört. So, den essen wir auch gleich weg. Passt. Wie geht das eigentlich, dass man das Feuer länger am Leben halten kann? Muss wahrscheinlich immer was dazugeben, so trockene Gräser oder so. Also Blätter halt so. So, so, so. Kann ich mir halt vorstellen, dass das gut klappt. Ob das so schlau ist, im Dunkeln hier rumzuspazieren, ich weiß es nicht. Ich soll vielleicht noch ein bisschen hierbleiben, wegen der geistigen Gesundheit. Lagerfeuer und so. Speichern wäre, glaube ich, auch mal okay. So. Jawohl. Wir könnten noch ein bisschen schlafen gehen, sehe ich gerade. Das wäre auch nicht schlecht. Und dann gehen wir wieder Bäume schnetzeln. So. Ich würde sagen, so bis 7 Uhr. 8 Uhr? Ja, das passt so. Ja, das ist schön hell. Das ist perfekt. So. Wir rüsten unsere Axt aus. Und gehen auf die Holzjagd. Hm? Also trinken wir auch mal gut, ne? Prost. Prost. Es regnet eh schon wieder. Es ist hier unfassbar. So. Achso. Hä? Was war denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt sonderbar. Okay, hier drüben würde es einen Haufen schöner Bäume geben für uns. Die wir
kaputt machen könnten. Der hier zum Beispiel. So. Zack. 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 Sehr gut. Dann, der wird sich, glaube ich, auch anbieten. Immer feste drauf, immer feste drauf, immer feste drauf, immer feste drauf. Sehr gut. Da hätten wir Holzscheit. Die bringe ich gleich mal zurück ins Lager. Da könnte man hier nochmal so ein Hüttel aufbauen, hier drüben. Können wir eigentlich gleich machen. Oder? Ach, scheiß drauf. Na, machen wir das anders mal. Na, schmeiß hin. La 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 la. Heureka! So. Dann würde ich sagen, zack, wenn wir die noch nehmen können. Nein, die gehen nicht mehr, aber die langen. Das lange Zweigerl. Das klappt sehr gut. Haben wir hier noch welche? Da können wir mehr schleppen. Drei tatsächlich. Einer müsste noch sein irgendwo. Da. Vier. Ma, wie schön. Cool. Da platsch, platsch, platsch. Platsch, platsch, platsch. Tap, tap, tap. Sehr nice. Haben wir auch mal die Chance, dass wir hier fertig werden mit dem. Das ist ja cool. Ja, ein bisschen aufwärmen inzwischen. Zum Essen haben wir jetzt dabei nichts, ne? Nein. Sehr, sehr gut. Außer hier wäre vielleicht ein Fleisch schon fertig getrocknet. Nein, noch nicht. Gut. Dann können wir problemlos Heureka weiter Bäumchen fällen. Hier hätten wir auch so einen schönen Kandidaten. Da 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 da. Einmal und zweimal. Achso, wir können ja mehr nehmen. Ich vergesse das immer. Entschuldigung. Gibt's hier. Oh ja. Oh ja, da gibt es sehr viele. Die sprechen uns schon mal an. Es ist aber auch krass, ne, wie diese Knochenaxt eigentlich nichts aushält. Ne? Stupid piece of shit! Ja, ja, das ist schon klar, die ist im Arsch. Deshalb tun wir jetzt herstellen. Und zwar herstellen, danke. Das hier, das hier und das hier und das hier. Danke. Wir haben so viel Knochen, was soll man damit? Passt, ausgerüstet ist sie, dann hauen wir gleich weiter. Zack. 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 Passt. Haben wir wieder vier. Ich glaube, mehr als vier waren gar nicht mehr nötig. Na, würdest du? Danke. Hier haben wir noch einen und der vierte müsste hier sein. Genau, so. Wäre eine Schildkröte. Da war das ein Steinchen. Ein Steinchen. La la la. Oh, wir brauchen sogar nur drei. Ist nicht so schlimm. Zack. Ist nicht so schlimm, weil den einen können wir dann mal später für einen Bogen verwenden. Ich hau ihn mal dahin. Zack. So, jetzt brauchen wir nur noch Bananen. Oh, ich sehe gerade was. Wieso hat er gesagt, er ist fertig, wo er aber gar nicht fertig ist? Oh, dieser Schlingel. Schau mal. Da ist noch weiß. Schau mal hier. Achso, das ist ein Bug. Oh. Okay, ich hab nichts gesagt. Das ist ein Bug. Zack. So, wir brauchen jetzt Bananenblätter. Ich schau nochmal da hinten, ob hier noch welche runtergefallen sind. Da, 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 da. Ja. Haben wir da. Haben wir tatsächlich hier. Oh.
Ein Kröti. Sammeln. Super. Das hat super hingehauen. Das freut mich. Hier haben wir Schwammerl, sehe ich gerade. Die werden wir gleich wegjausen. Sehr gut. Oh, und Früchte und Federn. Auch eine Schlange. War das gerade ein Schlangengeräusch oder war das jetzt die Echse? Alter. Ich sehe sie nicht. Ich hoffe, da war jetzt keine Schlange. Wenn die uns zwickt, dann haben wir wieder den Schirm auf. Gut. Haben wir da drüben was gefangen? Ja, eine Kröte. Die werden wir auch gleich aufsammeln. So, und auch die Falle hier werden wir wieder aktivieren. Haben wir noch? Ja, da haben wir tatsächlich noch Maden. Die sind echt gut für das. Ich freue mich. Wir brauchen Bananenblätter. Ich muss mir auch merken in Zukunft, dass ich kein Bananenblatttach mehr mache, sondern gleich hier bald mit Palmenblätter arbeite. Ist vernünftiger. So, da haben wir wieder ein paar Blätter. Das ist super. Da, 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 da. Zack, 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 zack. Ich habe noch was. Zack, zack. Jetzt fehlen nur noch zwei. Man hört zwar, dass die Tropfen nicht durchs Dach durch können, eigentlich. Aber wenn man auf den Boden schaut, sieht man noch, dass es hier durchregnen sollte. Eventuell. Und hier könnte ich mir vorstellen, ein schönes Bett zu machen. Dass wir mal so ziemlich alles gebaut haben auch, ne? Also Häuschen. Ein Blätterbech. Bech, genau, Blätterbech, genau so heißt das. Was hätte man denn noch zur Auswahl? Bambusunterstand. Palmblatt würde man hierfür brauchen, für das Bettchen. Oh ja, das wird schon gehen. Ja, ja, das Bett passt hier wunderbar rein. Das würde ich eh schon immer gern mal bauen wollen. So. Dann sind wir unsere Blätter hier auch gleich los. Dann können wir wirklich behaupten, wir haben alles so ziemlich schon mal gebaut. Weil wir wissen ja, wir sind hier in einer Early Access, das Spiel ist ja noch nicht fertig. Und dann würde ich mal sagen, wenn wir hier alles einmal gebaut haben, werden wir das Let's Play hier mal stoppen. Ja, weil es kommt hier später noch eine Geschichte, die ist noch nicht fertig. Und dann, wenn es passt, werden wir hier weitermachen, also mit der Geschichte, die wir schon am Anfang gezockt haben, würde ich sagen. So. Und dann glaube ich, wird das gut passen. Wir brauchen noch Bananenblätter. Was zum Saufen wäre, glaube ich, auch gut. Weil ich habe schon ein weiteres Survival-Spiel im Augenwinkel, das ich wahnsinnig gerne mit euch durchspielen oder zumindest mal probieren möchte. Na, also, Mann, ich dachte schon wieder. Ich dachte, da kommt ein Jaguar so gläsig angestiefelt, da ist es so ein Schweinchenviech wieder, ne? Meerschwein, glaube ich, ist das, oder? Also so ein Wasserschwein? Jetzt dachte ich, dahin steht so ein Eingeborener, ne? Dabei war das das aufgehangene Fleisch, Alter. Meine Nerven. So. Wick, wick. Unsere Pfeile sind halt echt miserabel. Oh. Das nehmen wir mit. So.
was haben wir fallen lassen? Federn. Das mit dem Kadaver ist echt nicht schön. Muss man mal so sagen, das ist nicht schön. Ist unser Wasserschweinchen eigentlich verstorben? Ich habe keine Ahnung. Wir haben viel zu viele Federn übrigens. Ich könnte den ganzen Tag nur mehr Pfeile bauen, ne? Das ist echt übel. Hä? Ist da gerade was gestorben? Keine Ahnung, aber ich sehe gerade da hinten ist ein Rochen. Ich glaube, wir werden mal ein bisschen fischen, glaube ich. Probieren halt. Hä? Oh. Ich glaube, das ist das Schweinchen, das ich eigentlich umschießen wollte. Wo ist es denn jetzt hin? Weg. Ich sehe es gerade nicht laufen. Nirgendwo eigentlich. Egal. So, noch ein Stückchen trinken. Na, du sollst das nicht immer aufheben, Freund. Einen Stock wollte ich haben. Ah, da kommt's schon wieder. Komm nur. Du kannst echt nichts. Ausdauer fürchterlichst. Yay! Sehr gut. Okay. Ach, diese Ureinwohner machen mich leicht nervös. Muss man echt sagen. So, wir haben irgendwas, wir haben schon wieder irgendwas am Bein oder so. Am Ärmchen scheinbar. Oh doch, hier ist er, der Egel. Geh weg. Sonst haben wir keinen. Nein. Passt. Ich kann auch so schön singen wie er. Jawohl. So. Wie so ein sterbenskranker Tarzan. So, wir gehen mal unser hart erarbeitetes Fleisch hier zum Braten und zum Rösten. So. Ich habe echt für nichts mehr Platz, ne? Die Früchtchen werden wir mal wegknuspern. So, Mahlzeit. Ich bin gespannt, wie lange sich so ein gebratenes Fleisch hält. Weil, wenn wir dann wirklich uns ein neues Plätzchen suchen wollen, irgendwann mal, wäre es doch dienlich, wenn wir ein Proviant mitnehmen könnten. Oh, nehmen, hoppala. Ich dachte, ich darf trinken. Nein, darf ich nicht. So, schmeiß weg den Dreck. So. Da, 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 da. Hat da noch was Platz? Ich sehe da gerade was. Na. Das ist wahrscheinlich nur zum Laub nachlegen. Haben wir noch Laub? Kann man Federn verheizen? Das? Ich versuche mal Federn zu verheizen. Tatsächlich, das geht. Hey, cool, wir haben eine Verwendung für unsere Federn gefunden.
Geht das jetzt auch mit Kohle? Ja, besser, glaube ich, ne? Tatsächlich. Okay, Kohle kann auch unser Lagerfeuer resetten. Das ist mega cool. Da haben wir schon ein Krötenfleisch, das fertig ist. Das ist super. Eieieiei. Das ist ja so cool. Das muss man alles lernen und sich merken. Kohle ist vielseitig verwendbar. Das ist super. Das heißt, mit Kohle können wir unser Lagerfeuer resetten, dass es länger bestehen bleibt, dass wir nicht immer fort müssen, Holz sammeln und das dann hier bereitlegen. So, zwei Blätter, mehr haben wir nicht gebraucht, glaube ich. Was? Da geht noch mehr? Eins noch. Hä? Betrug. Hatte ich jetzt aber nur eines mit? Das könnte auch sein. Aber so eine Echse würde ich schon mal gerne fangen, ehrlich gesagt. Bananen, die essen wir auch gleich. Mahlzeit. Nom, 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 nom. Nom, 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 Schmatz. La. Na, würdest du? Nom. Ich werde vielleicht sogar schon, weil ich einfach zu gierig bin, dieses eine besagte Survival-Spielchen morgen schon Let's Playen. Ich bin echt mega gespannt auf dem. Auf dem. Ist wirklich sehr gespannt. Freue mich auch sehr auf das Let's Play. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann auch Spaß und Freude dran habt. Das werden wir dann eh erleben und sehen. Ja. Yay! Fertig! Super! Super! Jetzt kann hier auch kein Ureinwohner mehr rein, ne? Ich hätte eigentlich da vorne hier... Oh, das schaut schon okay aus mit dem Blattl. Ich hätte vielleicht hier vorne sollen, diese kleinen Steckendings hinstellen. Aber ich glaube, zur Not geht das schon. So, was können wir noch bauen? Da, Gebüsch. So, Blätterbett. Ich werde das mit dem Bambus hier. Ich habe noch nie Bambusscheit gefunden. Das werde ich mal lassen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo man das herkriegt. Aber hier. Holzscheit. Dingsbums brauchen wir auch noch, selbstverständlich. Ich glaube, das wird sich hier vielleicht gar nicht mal so schlecht machen, oder? So. Da brauchen wir jetzt wieder lange Stöckchen, ist eh klar. Was brauchen wir noch? Ein Lager für lange Stöcke, genau. Das wollte ich mal hier hinbauen, glaube ich. Vor langer Zeit. Können wir aber auch, damit wir hier schneller rein können, theoretisch. Das könnten wir auch da drüben eigentlich bauen, oder? So zum Beispiel, ne? Dass uns hier vielleicht nicht unbedingt die Viecher niederrennen. Oder warte. Tun wir das nochmal weg. Drehen wir es noch ein Stück. Rumtibumtibum. Ich will es noch ein Stückchen drehen. So vielleicht. Ja, ich glaube, so ist es schön. Ich hoffe halt. Was ist wahrscheinlich hier... Na, das passt mir noch immer nicht. Nein, weil es ins Feuer, ins Lagerfeuer rein glupscht. Du, da knurrt schon wieder. Na, bitte nicht. Das brauche ich jetzt echt nicht. So ist es, glaube ich, in Ordnung. So, glaube ich. Na du, da brauchst jetzt aber echt nicht knurren. Ui, ist das schon ge... Na, verbrannt ist es nicht. Glück gehabt. Hä?
Den da will ich mal erschießen, den Typ da. Dieses Echsenviech. Aber irgendwie komme ich nicht dazu. So, unser Fleisch ist auch schon bald fertig getrocknet. Ich glaube, wir werden mal auf die Schnelle schlafen gehen. So, und hoffen, dass wir nicht sterben. Oder warte, ich gehe zuerst speichern. So. Und so, und so. Weil der Part ist eh schon zu Ende. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich probiere mal zu schlafen. Also hätte ich gerade drüben können. Nehmen wir unser neues Bettchen aus. So. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Einmal schlafen wir noch. Also dann, tschüssi.